Herzlich willkommen bei ApeLabs. Ich bin der Julius Schrenk und heute möchte ich euch den ApeCoin präsentieren. Der ApeCoin ist ein geniales und sehr flexibel einsetzbares Lichttool. Das ist das tolle Gerät hier und das Besondere dabei ist, es funktioniert per USB-Anschluss und ich habe auch verschiedene Möglichkeiten, diesen ApeCoin einfach zu montieren. Das bedeutet, ich kann ihn zum einen auf den Tisch stellen, aber darüber hinaus haben wir hier einen sehr starken Neodym-Magneten, der ca. 4 Kilogramm Haltekraft hat. Ich möchte euch das mal hier einfach an einem Stück Stahlblech zeigen. Das steht hier rechts auf dem Tisch, von eurer Seite aus links zu sehen. Ich hoffe, man kann es erkennen an dem Druck, wenn ich versuche, das abzuziehen, dass es wirklich sehr gut hält. Selbst bei Bassschlägen auf Veranstaltungen oder wenn man das Ganze dann kopfüber montiert, das hält wirklich vernünftig. Wir haben einen Artikel, das ist ein Kugelkopfadapter. Den werden wir im August 2019 auf den Markt bringen. Das schraube ich hier an. Und danach kann ich wieder per Magnet, der ist noch etwas leistungsstärker als der, der am ApeCoin selber montiert ist, den ApeCoin an jede beliebige Stelle, die magnetisch ist, montieren. Und ihr habt es vielleicht gehört, gerade auch an dem Schlag hier auf das Stahlblech, das zieht wirklich massiv und ich tue mir jetzt auch wahnsinnig schwer, wenn ich den wieder abziehen möchte. Also hier sieht man schon dran, es ist wirklich sehr massiv fest und auf der anderen Seite kann ich das natürlich jetzt auch in alle Richtungen bewegen, dann arretieren über die Schraube hier an der Seite und dann ist das wirklich eine solide und saubere Lösung. Zu erwähnen ist auch bei dem ApeCoin, dass wir eine relativ kurze Leitung haben, aber wir haben bei jedem ApeCoin auch ein Verlängerungskabel dabei. 2 Meter Extension Cable mit einem Klettband kann man verlängern, kein Problem, liegt jedem ApeCoin einfach bei. Wo kann ich den einsetzen? Am DJ-Pult, in Möbelstücken. Es gibt, glaube ich, ganz viele und unzählige Anwendungen in der Dekoration, auf Tischen. Der ApeCoin ist klein und passt wirklich überall hin. Die Standardlinse, die auch vormontiert ist, ist die Fresnel-Linse, die hat einen Abstrahlwinkel von 65 Grad, das ist V-förmig, seht ihr dann gleich. Des Weiteren gibt es eine Linse, das ist ein Frostfilter, auch dieser Frostfilter, einfach für einen 120 Grad Abstrahlwinkel, es ist sehr weich, macht sehr breites Licht, der liegt auch dem Lieferumfang bei. Und was wir noch optional anbieten, das ist eine 10 Grad Linse, das ist eine kleine Erhöhung, das ist eine reguläre LED-Optik eingebaut, um ein klassisches Uplighting-Licht oder Effekt zu erzeugen, wie man es von anderen Leuchten eben kennt. Wir haben 3 Möglichkeiten der Steuerung von den ApeCoins. An der Leuchte selber befindet sich ja kein Taster, da ist lediglich ein Kabel dran. Das heißt, die einfachste Möglichkeit der Steuerung, auch für Leute, die sich jetzt nicht so toll mit Wireless DMX oder Bühnentechnik eben auskennen, ist unsere 2,4 GHz Fernbedienung. Das heißt, ich kann hier zum einen schon mal verschiedene Gruppen definieren, indem ich sage, ich habe jetzt einen großen Raum, möchte links ein bisschen Atmosphäre haben, orange, und 50 Meter weiter rechts so ein bisschen die Disco-Atmosphäre stattfinden. Da muss ich auch verschiedene Gruppen zuweisen. Das geht hier alles. Man kann bis zu 4 Gruppen zuweisen bei den ApeCoins. Die Leuchten, die wir auf dem Tisch stehen haben, die haben alle jetzt die Gruppe 1. Ich zeige das hier mal auf der Fernbedienung. Wir haben hier eine Gruppentaste, die drücke ich jetzt mal. Da kann ich durchschalten von 1, 2, 3, 4. Ich gehe auf die Gruppe 1 und kann mit den Pfeiltasten rechts und links einfach die Farben verändern. Wir haben verbaut eine 15 Watt RGBW LED. Es gibt auch ein richtiges Weiß. Es ist ein Kaltweiß mit 6700 Kelvin. Es gibt hier einen Blackout-Taster in der Mitte. Ich kann hier das Ganze dimmen in 20% Schritten. Ich kann auf solche statischen Farben auch eine Geschwindigkeit übertragen, ja, bis zu einem sehr schnellen Flasher. Indem ich 3 Sekunden lang drücke, habe ich wieder einen Maximalwert erreicht. In dem Fall maximal Stopp und wieder eine statische Beleuchtung. Wir haben überall in allen Leuchten, auch in den ApeCoins, ein Mikrofon verbaut. Und unser Sound-to-Light-Mode ist wirklich gut. Auch der hier in den ApeCoins, ich demonstriere es mal ganz kurz. Das funktioniert, es ist ein Auto-Gain verbaut, also Sound-to-Light, beziehungsweise bei ApeLabs heißt das Ganze Music-Mode, funktioniert selbstverständlich auch bei den ApeCoins. Das ist ein Wireless DMX Bluetooth-Transceiver. Man kann mit diesem Gerät Wireless DMX Daten übertragen, aber auch dient dieses Gerät als Interface für ein Smartphone. Ich kann jetzt hier die Farbe verändern auf einem Color Picker und habe noch ganz tolle andere Features, die ich aufrufen kann über die App. Und die letzte Art der Steuerung ist natürlich Wireless DMX
Daten zu übertragen. Das macht man auch mit diesem Gerät, mit dem WAP. Wir haben auch ein Vorgängergerät, das kann man auch parallel nutzen. Das nennt sich WAPE, also W-APE. Das ist auch ein Wireless DMX-Transmitter. Das hat ein Display, das hat kein Display, geht alles nur noch übers Handy. Das WAP ist nicht nur ein Interface, um die Coins oder die anderen Ablips-Leuchten per Smartphone steuern zu können, sondern ist eben auch ein Wireless DMX-Transmitter. Wichtig dazu ist natürlich, man muss, wenn man was per DMX steuert, auch erstmal eine DMX-Adresse zuweisen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, dazu nehmen wir die App. Ihr seht es jetzt auch im eingeblendeten Screenshot des Handys. Ich gehe in die App hinein, gehe in das Setting und sage dann Setup Lights. Stecke ich den ApeCoin an die Stromversorgung an, in dem Fall einfach an unsere Powerbank, und dann kann ich eine Gruppe zuweisen, Gruppe 1, 2, 3 oder 4. In dem Fall nehmen wir einfach mal die Gruppe 2, denn wir haben die anderen Leuchten auf unserem Demotisch auf der Gruppe 1 zugewiesen. Sagen wir Gruppe 1, DMX-Adresse steht mit 1 noch drin. Das bestätigen wir mit Done und danach blinkt auch der ApeCoin 3-4 mal blau, um zu bestätigen, das war's. Jetzt müssen wir aber noch dem WAP-Gerät sagen, was er überhaupt machen soll. Das funktioniert folgendermaßen: Wir nehmen die App, öffnen die App wieder. Ihr müsstet das jetzt wieder sehen im eingeblendeten Screenshot und sagen dann den X-Transmitter. So, dann erscheint ein Fenster, in dem er uns fragt, Gruppe 1, 2, 3 oder 4. Wir wählen hier in dem Fall die Gruppe 2 aus, da wir auch dem ApeCoin die Gruppe 2 gegeben haben. Und dann bestätigen wir mit Enable DMX Transmitter. So, das war's. Gut, jetzt sehen wir einen ApeCoin, der hier einen klassischen Farbwechsler einfach durchfährt. Wir haben hier einen Master Blackout, wir können das simulieren. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich die Übertragung von Wireless DMX auf unseren ApeCoin mit der Startadresse Nummer 1. Das Modell, was wir hier als Beispiel auf dem Tisch liegen haben, das ist jetzt eine handelsübliche Powerbank mit 8000 mAh. Da kann man ungefähr mit rechnen, dass, wenn ich jetzt einen ApeCoin damit betreibe, das reicht für ca. 10 Stunden aus. Was wir ganz gerne empfehlen, das sind auch 16.000 mAh Powerbanks. Das heißt, ich habe dann die doppelte Laufzeit, oder es gibt 18.200er. Also die Kapazitätsgröße angegeben mit 18.200 mA, dann läuft natürlich der ApeCoin dementsprechend länger. Was aber selbstverständlich auch geht, ist der Betrieb per Netzteil. Schaut so aus, wir haben auch kleine Netzteile für den europäischen und auch für den amerikanischen Markt mit zwei Ausgängen. Und wir haben diese Two-Way-Splitter. Ein Two-Way-Splitter bzw. zwei Stück dieser Two-Way-Splitter sind im Lieferumfang bei einem Vierer-Set beispielsweise erhalten. Auch hier sind wir so ein Vierer-Set auf dem Tisch. Haben wir vier Coins mit den Standard-V-Linsen. Wir haben vier Phosphor in der Fernbedienung, ein Netzteil. Es sind vier dieser Extension-Cables dabei, ja, also 4x2 Meter. Und wir haben zwei Stück davon. Das heißt, ich kann jetzt bei einem Vierer-Set beispielsweise zwei dieser Y-Kabel anschließen und dann bis zu vier ApeCoins eben per USB-Netz betreiben. Das Gehäuse an und für sich ist nicht komplett wasserdicht. Wenn Wasser eindringt, macht es nichts. Denn die Elektronik im Inneren hat erstens mal nur 5 Volt, das heißt, einen elektrischen Schlag gibt es nicht. Und zweitens, die Elektronik ist komplett isoliert. Das heißt, wenn Wasser reinkommt, achtet bitte darauf, dass es wieder rausgeht, aber es zerstört euer Produkt nicht. Falls mal was sein sollte, ich glaube, bei ApeLabs sind wir sehr dafür bekannt, dass wir immer kulant sind und immer alles beheben. Wir freuen uns über jede Menge Support von euch mit tollen Fotos, Bildern, Video. Wir sind auf Facebook und auf Instagram immer da. Wir sind da sehr aktiv und freuen uns auch bei dem Artikel ApeCoin, wenn wir einen tollen Support von euch bekommen.